Ich bin in Aigling angekommen. Und hier neben mir steht mein Bruder rum. Und er geht jetzt zu Netto rein und holt uns ein paar Sachen raus. Und wenn da wieder zurückgekommen ist, dann laufen wir zu dorthin, wo die weiße Frau rumschwebt. Und dann pennen wir dort. So, jetzt einpacken. Und dann Wanderung dorthin, Start kommt. Weißrötliche Hähnchenfleisch gefunden. Mit graue Punkte dran. Weiße Hähnchenfleisch gefunden. Ohne Rot dran und diese grauen Punkte. Die sind größer, glaube ich. Die haben viel mehr Fett dran. Urinfarbige Papiere gefunden. Noch mehr urinfarbige Papiere gefunden. Da drüben sind auch urinfarbige Papiere. Ich habe euch urinfarbige Papiere gezeigt. Urinfarbiger Pfosten gefunden. Und der hat seine Isomatte verloren. Wir sind in Klostergemeinde Wienhausen angekommen. Bierpower. Super. Wir laufen jetzt durch Ortschaftsmitte durch. Und guck mal. Da drüben ist eine Pizzeria. Früher, wo ich hier gelebt hatte und auch die ganzen vielen Jahre später auch, da war hier immer ein Kiosk und jetzt steht hier eine Pizzeria drin. Hier bin ich schon mal reingesprungen in dieses Wasser. So gelaufen nach Lachendorf. Ich bin so ein richtiger Baktus. Leute, wir sind in Lachendorf angekommen und langsam ist es dunkler geworden. Das blendet irgendwie zu stark. So ist besser. Das hat mir gerade die Augen wehgetan. Wir laufen jetzt auch aus Lachendorf raus und wir begehen uns jetzt gerade gleich zu dieser Brücke, wo diese angebliche weiße Frau rumschweben sollte. Wir haben uns spontan entschieden. Dein GPS-Signal ist schwach. Deine Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Position auf der Karte kann halt dein Maul. Wir sind hier unter dieser blauen Brücke. Und wir haben uns ganz spontan entschieden, hier unter dieser Brücke hier zu pennen, weil das ist so schön eben und hier ist Platz drin und sowas. Das ist voll geil. Und deswegen pennen wir einfach unter der Brücke. Eben gerade ist ein Typ über die Brücke lang gefahren mit seinem hier Fahrrad. Und der hat die ganze Zeit Selbstgespräche geführt und hat sich selber angeschrien gehabt. Und das hat sich eben gerade aufgenommen gehabt. Das war amüsant gewesen. Es ist aufgebaut. Ich habe mein Wurfzelt aufgebaut, erfolgreich. Und jetzt werde ich so richtig meine Wurfzeltinnereien hier reinstecken. Ich habe meine Wurfzeltinnereien hier reingemacht. Und guck mal, mein Bruder versucht sich sein Zelt hier aufzubauen. Ja, ist von einem Kumpel ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das aufbaut. Ja. Ich bin nur Wurfzelte gewohnt. So, währenddessen mein Bruder versucht hat, diesen Zelt hier aufzubauen. Ich habe mich da auch so ein bisschen dran versucht, aber ich habe auch keine Ahnung von dieser Art von Zelt. Er hat das nicht richtig geschafft und der hält das Zelt jetzt mit seinem Fahrrad fest. Was man hier irgendwie sehen kann, da ist sein Fahrradrad und das ist da in dem Zelt drin und das hält das Zelt gerade. Währenddessen ich jetzt Spaghetti koche und das gleich mit erwärmte Bolognese Verfeiner kocht mein Bruder für sich hier Linsen. So, jetzt Spaghetti Bolognese Essen Start kommt. Wir sind jetzt gerade hier auf dieser blauen Brücke hier drauf und wir haben jetzt diese Uhrzeit. 2:00. Jetzt ist 0 Uhr. Das heißt, dass jetzt gerade 0 Uhr ist, werden wir jetzt erstmal ein Bier drauf ausstoßen. Prost!
Prost. Ah, hier da hinten. Da hinten sieht man irgendwie so eine Dinger, die reflektieren. Vielleicht könnten die irgendwie, weiß nicht, so einige Fahrer irgendwie erschreckt haben, diese Reflektierdinger. Und dass sie deswegen hier Unfall gebaut haben. Das können wir jetzt nicht so richtig wissen. Aber auf jeden Fall von der Seite, wenn man hier von der Seite so lang fährt und man diese Reflektierdinger hier vor der Linse hat, man irgendwie die ganze Zeit irgendwie über so eine Geistergestalt oder sowas nachdenkt. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so eine Idee, dass das vielleicht ein Mythos sein könnte. Deswegen diesen Reflektionsdinger, die hier im Augenwinkel entsteht. Ja. Oh Gott, ey, ich bin so eine Drecksau. So, es ist jetzt 0.20 Uhr und außer diese Reflektoren haben wir gar keine andere Auffälligkeit gefunden. Und es sind ganz viele Fahrzeuge schon durchgefahren und sowas. Und ja genau, außer diese Reflektoren haben wir keine Auffälligkeit gefunden. Und deswegen beenden wir das jetzt und laufen jetzt wieder unter diese Brücke rein. Genau da, wo wir heute Nacht pennen werden. Und ich bin zuversichtlich, dass man hier drunter richtig gut pennen kann. Hier, guck mal. Hier ist gerade ein Windstoß aufgekommen. Und der Fahrrad von meinem Bruder ist runtergefallen. Das heißt, das ganze Zelt ist umgekippt. Das liegt jetzt auf ihn drauf. Oh Mann, jetzt ist die ganze Scheiße auf mein Handy gefallen. Da war noch Soße drin und so. So, die Blasen sind vorhanden. Jetzt ist Kaffee fertig. So, ich habe jetzt meine Wurfzeltinnereien hier rausgemacht. Und das war voll cool gewesen, da drin zu pennen. Wir laufen jetzt genau denselben Weg zurück, wie wir gestern hingelaufen sind. Und wir kommen gleich in Lachendorf an, oder sehr bald zumindest. Wir sind in Lachendorf angekommen und ich habe voll Hunger. So, wir sind hier bei diesem Dönerladen, wo ich schon seit sehr vielen Jahren keinen Döner mehr gegessen habe. Und das ist so lange her, dass ich schon den Geschmack vergessen habe, wie der nochmal geschmeckt hat. Und deswegen freuen wir uns auf diesen Döner, weil wir hier diesen Döner gekauft haben. Also werden wir jetzt Döner kaufen gehen. So, wir haben Döner gekauft und der riecht schon richtig gut und der sieht auch voll cool aus. Richtig geil. Jetzt Döner essen Start kommt. Wir laufen gerade aus Lachendorf raus und wir laufen gerade durch diesem Gebiet, wo hier diese Viecher mit den Hörnern auf dem Kopf jederzeit von der Seite uns anspringen könnten. Guck mal, hier vorne ist Feldlandschaft und dahinter so eine Biogasanlage oder sowas. Und das stinkt hier nach Mülleimer irgendwie. Das ist so ein richtig ranzigen, räudigen Restmülleimer. Und hier vorne stinkt das so, als ob so ein bisschen, wie heißt das Ding, Scheiße-Geruchmaschine hier draufgefahren ist. Also gestern, wo wir hier lang gelaufen sind, da hat das hier an dieser Stelle nach Käsefüße gerochen. Also nach richtig verkäsigte Käsefüße. Aber jetzt gerade da riecht das irgendwie nach vollgeschissene Grasen, die mit hier von der Scheiße-Geruchmaschine voll gespritzt worden sind. So riecht das hier. Ich laufe jetzt gerade durch Oppershausen durch.
Ich bin gerade durch Oppershausen durchgelaufen und jetzt gelaufe ich schon wieder da, wo dieser Aller hier ist. Ich bin in Wienhausen, Ortsmitte und ich habe euch vergessen, den Ortsschild zu zeigen, weil ich daran vorbeigelaufen bin. Ich bin so ein Gehirnabfall, dass ich euch mit meiner nervigen Kopflampe anleuchten tue. Guck mal, ich bin in Aigling angekommen. Das heißt, jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich in Aigling angekommen bin.